Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Emergency 5. Wir haben hier immer noch die Mission mit dem Bierzelt, hätte ich mal gesagt. Mit dem Volksfest natürlich. Ja. Verstanden. Und der Besatzung, wo das Schiff gebrannt hat. Zu Befehl. Was ist das denn? Ach, da liegt er und krümmt sich, okay. Der ist gerade so voll am Abkotzen, Alter. Okay. Alter, ja, voll am Abkotzen. 1, 2, 3. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da ist noch einer. Na, da fahren wir doch mal hin. Ihr habt doch gewusst, da ist noch einer. Bin bereit. Wird erledigt. Wird erledigt. Geht doch. Na, geht doch. So, die packen auch gerade zusammen. Das finde ich voll in Ordnung. Dann könnt ihr nämlich... Höre. Zu Befehl. Höre. Wird erledigt. Dann als nächste frei machen. Läuft, würde ich sagen. Ja. Läuft. Finde ich voll okay. So, heute haben wir... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Sonder... Müssen wir heute Silvester haben. Richtig? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Kein Problem. Doch, heute ist Silvester. Heute ist Silvester. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist heute Silvester. Cool. Ja, dann viel Spaß heute Abend natürlich auf der Piste. Ja. No, komm, rein in die Karre. Wird erledigt. Höre. Verstanden. Und treibt es natürlich nicht zu bunt, ne? Also ich brauche euch natürlich noch immer wieder, keine Frage. Deswegen nicht ganz so übertreiben, dass euch das gleiche ereilt wie hier dem Kollegen. Dass ihr dann doch abgeholt werden müsst. Nee, dann wegen Alkoholvergiftung oder sonstigen Sachen. Wir waren alle mal jung, haben alle mal Scheiße gebaut. Aber ich hatte keine Alkoholvergiftung. Verstanden. Ja, in Ordnung. So, du kannst auch loseiern, du kannst loseiern. Ja, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Habt ihr sowas auch? Ich habe auf jeden Fall Vorsätze fürs neue Jahr. Ich will meine Community hier ausbauen. Und hoffe drauf und wünsche mir, und es wäre ein Traum, wenn du mitspielen würdest und meine Videos teilen würdest, meinen Kanal verbreiten auf Facebook bei deinen Freunden, Kumpels, Onkel, Tante, Mutter. Sag auch der Oma Bescheid. Scheißegal, Hauptsache mein Kanal wird bekannt. Und ich habe so 1, 2, 3 Leute mehr hier in der Community. Und habe überhaupt dann auch mal eine richtig coole Community. Bisher diese 3, 4 Leute, die ja bisher geschrieben haben, sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön, kriegt auch einen Doppeldaumen dafür. Finde ich richtig gut. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Oh. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Jo, mach. Rufen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. So, einen Notarztwagen brauchen wir Verstanden. Auf jeden Fall. Nee, finde ich richtig Achtung. Genial und cool, was ich bisher so erlebt habe mit euch, die hier haben. Gut geschrieben haben bisher. Auch gerade auch bei Minecraft, wo ich ja totaler Newbie bin, totaler Anfänger bin. Finde ich echt genial und würde mir auch wünschen, wenn wir das ein bisschen weiter vertiefen und ausbauen können. Natürlich, denn nichts geht über eine geile Community. Und die Community, die findet natürlich nur statt mit dir. Genau, mit dir. Mit keinem anderen oder mit keinem anderen, je nachdem, ob Männern oder Weiblein. Und von daher würde ich mir wünschen, wenn wir das vertiefen, wenn wir das ausbauen könnten, würden und auch machen. Das sind so halt so meine Vorsätze fürs neue Jahr. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier 10.000, 15.000 oder 2.000 Abonnenten habe, sondern es geht einfach darum, dass ich Leute habe wie dich, der das hier guckt und auch seinen Senf dazu gibt, mal eine Runde dazu schreibt und mit dem ich mich gut unterhalten kann. Das wünsche ich mir und das möchte ich versuchen in 2015 auszubauen. Natürlich hoffe ich natürlich auch auf ein paar mehr Klicks, na klar. Aber in erster Linie geht es immer erstmal darum, dass ich eine Community finde, aufbauen kann, mit der man gut schnacken kann über Gott und die Welt. Und das, hoffe ich, kriegen wir irgendwie hin. Und würde mir wünschen, wenn du aktiv mit helfen würdest. In Ordnung. Klar, weil je mehr Leute dabei sind,
desto mehr macht es natürlich Spaß. Richtig. Genau, wie gesagt, das sind meine Ziele für 2015. Schon mal. Ah, ist ja schon alles da hier. Okay. Höre. Jawohl. So, dann müssen wir erstmal Feuer ausblasen hier. Wird gemacht. Höre. Sofort. Zu Befehl. Bin bereit. Du auch? Wird gemacht. Ist in Arbeit. Und dann können wir nämlich. Ja, hallo, würden Sie bitte mal Ihr Fahrzeug entfernen? Ja, danke schön. Höre. Ja? Das wäre ja echt mal ein Traum. Ja? So, tschüss. Erwarte Befehle. So, jetzt wisst ihr wieder nicht, was ihr machen sollt, ihr Heinis, ne? Alter, hier. Typisch Mercedes. Typisch. Die fahren einfach durch. Die retten. Der Rettungstransportwagen Aha. bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Aha. Ja, Taxi, ne? Genau. Ihr hofft natürlich auch. Erwarte Befehle. Verstanden. Wird erledigt. Der hofft natürlich auch, da, oh, hier, da brennt sogar noch einer. Wie geht denn sowas bitte? Wie geht denn das? Höre, bin dabei. Das ist ja ein Sack. In Ordnung. So, bis die dann da sind, ist hoffentlich das erste Opfer hier schon verarztet. Bei denen schnitzeln wir da mal raus. Blub. Ja. So, dann kannst du nämlich hier schon mal helfen, bitte. Komm. Oh, Alter, das dauert ja eine halbe Ewigkeit, bis Bin der dabei. Dann freigibt. Was geht's? Jawohl. Erwarte Befehle. So, komm. Schnade man uns ein Kind hier. Hey, Erfolg freigeschaltet, Hamburger Pachti-Löwe. Was geht's? In Ordnung. Erwarte Befehle. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Löschen Sie alle Brände. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Jawohl. So, dann brauchen wir ein Bergefahrzeug. Sofort. Dann brauchen wir die beiden Notärzte. Kein Problem. Und den Rest brauchen wir erstmal noch hier. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Jawohl. Bin dabei. Ja? So, dann komm her. Kannst du hier auch rein? Komm, 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 komm. Oh, Alter, Stunden später. In Ordnung. Ja? Okay, erwarte alles klar. Höre. So, ich bin nicht einmal gespannt, ob der sich jetzt hier allein die Beschäftigung sucht oder ob wir ihm das sagen müssen. Wir müssen sie ihm echt sagen. Das ist unglaublich. Hier? Ist in Arbeit. Danke. Ey, das gibt's nicht. Ich schicke die genau daneben und die, die am weitesten weg sind, die holen sich den weg. Das snacken die sich, den Erwarte Typen. Befehle. Gibt's ja gar nicht. Jawohl. So, du darfst dann gleich weiterfahren zum nächsten Einsatz hier. Komm her. Bin bereit. Wird gemacht. So. Erwarte Befehle. Sobald du eingestiegen bist, schicke ich dich gleich weiter hier. Dann kannst du schon mal anfangen mit dem Löschen. Lila Löschen. Verstanden. Hierhin. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation der Basis. Wird gemacht. Ja, sucht euch einen Weg. Bin bereit. Kein Problem. Höre. Jawohl. Jawohl.
Wir müssen uns so schnell wie möglich um alle Opfer des eingestürzten Gebäudes kümmern. Ja, Sie beruhig dich erstmal. Was geht? Ist in Arbeit. Höre. Haben Sie mal keine Angst. Verstanden. Was geht's? Läuft sofort. Alles. Der Rettungstransportwagen sofort. Bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. So, okay. Wo haben wir denn hier noch Feuer? Ah, alles klar. Okay. Da. Höre. Wird erledigt. Was brauchen wir noch? Höre. Bin dabei. Höre. Ist in Arbeit. Höre. Alles klar. Geht's. Okay. So, hat man. Bitte, dann können wir ja mal schauen, was macht er hier? Bin bereit. Ja, super. So, einen brauchen wir dann noch. Und die Abschlepper auf jeden Fall. Zwei Abschlepper, drei, vier, Alter, alle. So, ihr könnt euch hier schon mal bereithalten. Die können nämlich alle weg. Dann die Fahrzeuge. So, den kannst du dir schon mal krähen. Dann haben wir da, glaube ich, noch einen. Wie viel haben wir denn hier? Drei Opfer, okay. Okay. Was hast du hier für einen Auftrag? Bin bereit. Jawohl. Würdest du dich bitte um diesen Baum kümmern? Dankeschön. Wäre schon geil, aber jawohl. Ist in Arbeit. So, was haben wir jetzt hier? Da wird sich drum gekümmert, okay. So, ich glaube, einen brauchen wir der hier noch. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Und dann können wir hier auch schon mal einen wieder hinschicken. Den haben wir nämlich jetzt auch über. Bin dabei. Bin bereit. Ja, super. Machst du ganz toll. Bin bereit. Sofort. Okay. Und dann haben wir hier auch noch einen mit einem Schlauch und den müssen wir da jetzt auch noch beibringen, dass er da löschen soll. Okay. Bin bereit. Gut. Ich glaube, es läuft langsam. Wenn das noch nicht so Ewigkeiten dauert, bis wir den neu einsetzen können hier. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hallo? Sofort. So, der wird auch verarztet, okay. Bin bereit. Dann kannst du schon mal hier hin. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch irgendein Gebäude wieder anfängt zu brennen. So, der löscht hier. Höre. Wird erledigt. Kannst du den gleich nehmen? Erwarte sofort. Befehle. Okay. Dass wir die Leute loswerden hier auf jeden Fall mal so. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. In Ordnung. Ja? Okay. Was geht's? Alles klar. Höre. Kümmert euch. Egal wie, kümmert euch. Was geht's? Macht, was ihr wollt. Erwarte Befehle. Nee. Machen wir so erstmal nichts weiter. Feuer ist. Der Rettungstransportwagen bringt aus. Zur Krankenstation der Basis. Ja. Okay. Drei. Ja. Eins. Sofort. Ist schon einer drin? Nein. Wo sind meine Feuerwehrleute? Bin bereit. Na, ich werde sehen. Ich werde sehen. Ich werde sehen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Kein Problem. So, dann brauchen wir noch mal einen weiteren Abschlepper. Okay, den müssen wir noch haben. Dann haben wir die andere Mission auch durch. Ich glaube, wenn wir uns damit ein bisschen Zeit lassen, wäre es von Vorteil. Was geht's? So, da sind drei Leute. Einer fehlt noch. Bin bereit.
Kein du darfst Problem. Einsteigen. Kannst aufhören. Mit Sauereien ja. machen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Befehle erwarte. Ja, in Ordnung. Ja. So, tschüss. Zu Befehl. Höre. Voll? Nein. Erwarte Befehle. Aha, das klingt gut. Ja, wird gemacht. Ja, ist in Arbeit. Ja, verstanden. Das klingt so gut. Höre. Voll. Tschüss. Zu Befehl. Na, wie geil ist das denn? Jetzt fängt er an zu löschen, jetzt wo das Feuer aus ist. Na gut, besser spät als nie, würde ich sagen. Besser spät als nie. Was geht's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Ihr dürft ihn gerne einladen. Erwarte Befehle. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, kommt denn jetzt noch einer her oder fahren die alle weg? Nee, da fahren alle weg. So, dann brauchen wir hier nochmal einen hin. Dann hätten wir die Nummer nämlich auch gelutscht. Ein Abschlepper brauchen wir immer noch. Ach, die laufen gerade ein, okay. Dann dürfte jetzt gleich einer fertig sein. Komm. Dauert das lange, ey. Bin dabei. Bin dabei. Eieiei, wir sind dabei. Du altes Ei. Oh yay. Reimt sich nicht, aber egal. Höre. Wir fahren los nach Haus und feiern dort in Saus und Braus. Bin dabei. Oh, 16.000 haben wir schon zusammengesammelt. Das ist ja cool. Dann können wir noch eine weitere Drehleiter schon mal kaufen. Juhu! Sehr gut. Dü, dü, dü. Ach, der fährt da unten rum. Ach du grüne Neune. Der fährt nach Hause. Aha. Ja, ist in Arbeit. So, dann hätten wir einen doch zumindest schon mal abgeschlossen. Das ist doch schon mal pornös. Mega fett. Alter, ist das ein Chaos. Und das alles, wenn das in Wirklichkeit genauso ist, also soweit ja, bin dabei. Bin ich ja noch nicht, dass es so extrem ist, mit irgendwelchen Einsätzen zu leiten oder bla pilo, muss ich sagen, schon nervig, ne? Wenn man so eine Aufgabe hat, dass man da zwei, drei Sachen gleichzeitig koordinieren muss, das ist schon nervig, kann schon stressig sein. Gerade wenn es dann auch wieder auf Zeit geht, ne? Ja. Jawohl. So, hätten wir dann auch die Nummer. Voll gut. Voll gut, voll gut, voll gut. Nächste Thumbnail. So, er fährt auch nach Hause. Finde ich voll gut. Brutsch. Gut, ist eh im Arsch der Karren, von daher macht ja nix. Scheiß die Wand an. Okay, alles rollt auf dem Weg in Richtung Heimat. Hier schön am Wasser gebaut und so. Toll, Hauptquartier. Gute Stelle ausgesucht, muss man ja mal so sagen. Die Emergency-Base. Muss man ja mal so ganz klar sagen. Guck mal, da kommt schon ein Rüstwagen. Der schon vor einer Stunde ungefähr nach Hause geschickt wurde. Finde ich immer wieder schön, wie sie in eine Garage reinfahren und sich dann auflösen. Hui! So, dann darf die nächste Mission gerne beginnen. So, dann müsst ihr jetzt kommen. Brrrr. Brrrr, 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 brrrr.
Ja, 2015 ist ja nicht mehr allzu weit hin, ne? Muss man ja mal so ganz klar sagen. Heute Abend, schön Böllerei. Habt ihr auch ein paar schöne Böllers gekauft? Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Wird nicht nötig sein. Genau, ja, ein paar Böllers haben wir ja auch gekauft, natürlich. Allerdings werde ich so nur der Typ sein für die Raketen und so. Also hauptsächlich die Leuchtmittel, ne? Das werde ich hauptsächlich machen. Schön Leuchtmittel verteilen und sowas alles, dass es schön alles in den Himmel geblasen wird und der Himmel so schön strahlt in seinem schicken Schwarz. Soll ja auch arschkalt werden, ne? Habe ich irgendwie gehört, so zweistellig Minusgrade und so weiter. Ich gucke gerade nochmal zum Fenster hoch. Da scheint ja immer noch der Mond. Aufnahmetag, genauso wie letzte Folge, wurde ja angekündigt für heute Schneefall bei uns in Hildesheim. Ja, bisher ist davon noch nicht allzu viel zu sehen. Ich warte ja drauf. Schnee, kann ruhig so ein Meter Schnee, kann ruhig sein, ne? Möchte ich ja mal so sagen. So ein Meter Schnee können wir gut gebrauchen. Na gut, Freunde, mein Timer sagt, es ist Feierabend. Dann wünsche ich dir natürlich einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr 2015. Auch wenn ich hier gerade gleich den nächsten Einsatz bekomme. Ich mache mal Pause. Ja, wünsche dir einen guten Rutsch ins Jahr 2015. Hat mich gefreut, dass du mit dabei gewesen bist. Wie gesagt, meine guten Vorsätze sind halt ganz einfach, dass ich versuchen möchte, die Community hier auf YouTube auszubauen, dass ich vielleicht noch ein paar andere Klickzahlen noch dazu kriege, ein paar Abonnenten natürlich noch, klar. Ist ja jeder irgendwo drauf aus, der so ein bisschen Content verbreitet, erstellt. Also so einer wie ich natürlich. Und ja, das ist halt so mein Ziel, dass ich mehr Leute wie dich gewinnen kann, dass die meine Videos schauen. Natürlich voll verschluckt und natürlich regelmäßig wiederkommen und dabei sind. Und da würde es mir ganz doll helfen, wenn du mir helfen würdest und meine Videos verteilst und meinen Kanal verbreitest und vielleicht auch mal mit deinen Leuten drüber sprichst und sagst, hier, guck dir mal an, taucht der was oder taucht der nichts. Wäre cool, wenn du da ein Teil von wirst. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin. Ciao.